Hallo, hier kommt ein hochprofessionelles, übelst abgefilmtes Tutorial-Video von mir aus Leipzig, aus der Küche. Und ich habe mir gedacht, da jetzt ja die Bücher da sind, hier an dieser Stelle einen dicken Dank an alle, die da beteiligt waren. Das ist ganz hübsch geworden. Und ja, vielleicht findet ihr das schön, wenn euch jemand zeigt, wie man das spielt, weil ich kann das nämlich genauso schlecht erklären wie jemand, der das noch nicht kann. Und deshalb, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also jedenfalls habe ich gedacht, ich mache mal so ein Tutorial für Testament. Wie spiele ich das eigentlich? Das ist wirklich kein Hexenwerk. Das hier ist die Gitarre. Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich alles spiegelverkehrt. Also das hier ist ein Capo d'Asta. Das ist ein sehr schlechter. Die anderen habe ich alle unterwegs verloren. Ich habe immer ganz viele. Und deswegen habe ich jetzt hier zu Hause noch so ein Ersatzding. Die gibt es ja im Musikladen und so. Und da gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es auch mit so einem Haken dran. Da kann man die besser dran klemmen. Aber vielleicht kennt ihr das auch schon. Den mache ich, wenn wir das live spielen, mache ich es immer auf dem dritten Bund. Auf dem Album ist es aber auf dem vierten Bund. Darum mache ich das jetzt auch mal auf den vierten Bund, damit ihr vielleicht auch mitspielen könnt, wenn ihr das jetzt wollt. So. Genau. Dann die Akkorde und die Griffe sind ja in dem Buch. Das ist ganz cool, fand ich. Das habe ich früher, als ich angefangen habe, autodidaktisch Gitarre zu lernen, habe ich das mit Dotas Buch gemacht, Dota Care. Und die hatte das nämlich auch so und deswegen wollte ich das auch gerne so haben, dass da immer die Griffe mit dabei sind und das alles notiert ist. Ich habe mich super vorbereitet. Ich weiß auch schon, auf welcher Seite Testament ist. Ich blättere nur durch, weil das irgendwie schlau aussieht. Da, ich habe es gefunden. Okay. Also, genau. Hier oben könnt ihr dann die Griffe ablesen im Buch. Und über den Strophen stehen aber auch immer noch mal, welche Griffe an welcher Stelle kommen. So. Ganz schön aufregend. Also ich, die gar nicht, ne? Also ich habe noch nie so ein Tutorial gemacht, wie man Sachen erklärt. Also auf jeden Fall beginnt der Song mit E-Moll und E-Moll wird hier oben gegriffen. Das seht ihr dann auf dieser Grifftabelle ganz gut. Die ist immer so, als würdet ihr die Gitarre so vor euch legen. Die Grifftabelle. Genau. Und dann könnt ihr das genau ablesen. Okay. Also wenn ihr so drauf guckt, seht ihr genau, was hier auf dem Papier ist. Das Anschlagen funktioniert so hier. Alle, die wirklich Gitarre spielen können, lachen sich jetzt kaputt, aber ist egal. Es geht ja nur darum, dass ihr das lernt. So, dass die lernen, die das ganz autodidaktisch machen. Dang, da, da, dong, da, da. Also Daumen und dann diese beiden Finger. Dong, da, da, 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 dong. Genau, so zupfe ich das. Also, und was man noch machen kann, wenn man möchte, das spiele ich so, ist, dass man den Bass wechselt. Das heißt, man nimmt den Daumen einmal, also man spielt einmal die E-Saite und einmal die A-Saite. Die E-Saite ist die oberste und die A-Saite die zweite. Ich hoffe, das kann man hier sehen. Und dann kommt als nächstes das D. Da auch wieder der Wechselbass, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Also wenn ihr euch wundert, warum das nicht so cool klingt wie auf der Aufnahme oder so, das ging mir früher immer so. Dann sind das manchmal nur solche Kleinigkeiten, die eigentlich echt kein Hexenwerk sind. Die muss man halt üben. Also da spiele ich jetzt die beiden mittleren Saiten. D und G. Okay, also. Das ist erstmal der Anfang, so. Die Bridge, das wird jetzt schwieriger, weil es ist ein Barré-Griff. Geht so.
Also H7 ist das? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Guck mal an. H7 steht hier, hat Benni rausgeschrieben. So. Also einmal Barré hier rüber und einmal diese beiden Hasenöhrchen. Hier drauf, genau. Und dann geht ihr auf A, Moll, und dann wieder auf H7. Bedeutungsschwangere Pause. Und dann kommt der Refrain. Und da seht ihr auch hier die Akkorde. Ist ja klar, ne? Also, die sind einfacher, das sind offene Akkorde. Das ist einmal C und G, H7. Ich spiele den ganzen Song über das gleiche Zupfmuster, also es ist immer das hier. Und wenn man das üben will, kann man das auch erstmal nur rechts mit der rechten Hand üben. Ganz, ganz lange. Und das mit diesem Wechselbass, das habe ich auch so einfach nach Gefühl irgendwann gelernt. Also wenn ihr das nicht hinkriegt, dann einfach nicht nachdenken und erstmal spielen. Also im Zweifel erstmal ohne Wechselbass. Bisschen so wie beim Yoga. Wenn man das Bein nicht ganz hoch kriegt, dann macht man die einfache Variante einfach und ärgert sich nicht und hat lieber ein bisschen Spaß. Genau. Ich würde das Lied jetzt nochmal, also ich spiele jetzt nochmal eine Strophe und ein Refrain. Und wenn ihr Bock habt, dann spielt ihr einfach mit. Und ich mache das ganz langsam und dann kann man das, können wir das zusammen irgendwie hinkriegen. Genau. Vielleicht habt ihr da Bock drauf. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Falsch gemacht. Genau, und jetzt kommt der übelste Trick, passt auf. Ich wollte sowas immer schon mal machen. Ich habe es jahrelang nicht hingekriegt. Also, es gibt ja Leute, die heben immer so fancy ihre Finger ab, wenn sie irgendwas machen. Und dann klingt es total abgefahren. Und ich mache das jetzt auch. Ich greife ein D-Dur. Hier unten, das ist so ein kleines Dreieck hier unten. Das müsst ihr euch dann mal angucken in den Tabulaturen. Dann mache ich den Anschlag ganz normal weiter und zwischendurch hebe ich meinen mittelsten. Bei mir ist der kurz. Schaut hier. Da hatte ich mal einen Unfall. Genau, den hebe ich einfach ab und lege ihn wieder drauf. Ein Wohlklang, oder? Wahnsinn. Habe ich mir abgeguckt bei Jake Buck. Wahrscheinlich ist es dann so ein 6er oder 7er Akkord. Es ist auch völlig wurscht. Hauptsache, es klingt schön. Also, das ist der Schluss vom Refrain. Da klingt immer so aus, ne? So. Ja, so geht das.
Ich hoffe, das hat jetzt irgendwas gebracht. Das war mein allererstes Tutorial. Ich dachte, ich mache es mal einfach so frei Schnauze und überlege nicht so viel. Das hat meistens bei mir ganz gut gewirkt. Ja, ich hoffe, das macht euch Spaß, das Lied nachzusingen. Ich weiß, dass ganz viele das gerne wollen. Und wie gesagt, also wenn ihr mögtet, könntet ihr im Shop bei uns, bei mir im Shop, könnt ihr diese Bücher bestellen. Da gibt es 3 Stück. Das hier ist das von Musen und Matrosen. Das hier ist da draußen. Und hier haben wir noch Lieder aus der schmutzigen Küche. Also alle Songs, die es gibt, sind hier drinnen und dazu auch noch Gedichte. Und ja, wenn ihr Lust habt, bestellt es. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch die Testament-Akkorde raushören. Oder vielleicht gibt es die sogar schon fancy irgendwo auf Chordfind oder was weiß ich. Ich freue mich aber ganz sehr, wenn ihr die Bücher kauft. Wir haben uns damit viel Mühe gegeben und es ist, glaube ich, echt ganz schön geworden. Und ich freue mich riesig darüber, wenn die auch verkauft werden, ist ja klar. Okay, ja, wenn ihr Fragen habt, postet gern drunter. Ich lese es mir durch. Lacht mich bitte nicht aus. Ich bin selber Autodidakt und habe einfach jetzt mal ein Tutorial erklärt, so wie ich das wahrscheinlich einfach gefunden hätte. Genau, aber gerne Kritik und Anmerkungen drunter, was ihr noch wissen wollt, was ihr noch braucht, dass ich fürs nächste Mal weiß, was. Und ich gebe euch gerne noch ein paar mehr Tutorials. Schreibt mir gerne auch Wunschsongs, also welche Songs wollt ihr gerne hören. Oder welche wollt ihr gerne erklärt bekommen. Manche kann ich vielleicht selber gar nicht erklären, da frage ich dann Lukas oder Benny. Die können mir dann sicher helfen, weil manche sind auch wirklich schwierig zu spielen, so wie sie auf der Platte sind. Und ich spiele auch nicht alles selbst auf der Platte, sondern es gibt zum Beispiel bei da draußen, das spielt der Lukas, weil der so fancy Rhythmuszeugs kann, was ich nicht kann. Aber man kann das zum Beispiel auch super schön auf der Ukulele einfach übertragen. Und sowas kann ich euch auch gern zeigen, wie ich es halt spielen würde allein. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachsingen und bin aufgeregt und gespannt, was ihr alles drunter schreibt und was ihr sagt. Bis bald. Tschüss. Und ich muss nächstes Mal das Ding umdrehen. Ich gucke mal in die falsche Richtung.